Also wachsen eben auch viele Kinder auf, die mit Problemen belastet werden, die sie gar nicht lösen können. Ja, und eines der schlimmsten Probleme ist, dass sie, das ist ja auch schon länger so, immer wieder erleben müssen, dass ihre beiden Grundbedürfnisse, die sie eigentlich mit auf die Welt gebracht haben, nicht gestillt werden können. Das ist das Bedürfnis nach Verbundenheit und das nach, ja, nennen wir es jetzt mal einfach Autonomie, also nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Später heißt es dann Freiheit. Und das kann man beides, beide Bedürfnisse sind nicht stillbar in einer Welt, wo ein Mensch und vor allen Dingen ein Kind heranwächst und zum Objekt der Vorstellungen, der Erwartungen, der Belehrungen, der Bewertungen, der Maßregelungen und was weiß ich was alles anderer gemacht wird. Die Erwachsenen unterdrücken ja nicht absichtlich die Bedürfnisse. Das Kind erlebt sich in Situationen, wo es merkt, es kann jetzt seine lebendigen Bedürfnisse nicht stillen. Also wir können das ganz einfach machen, können sagen, als du in die erste Klasse gekommen bist in der Schule, wolltest du was lernen. Und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis du begriffen hast, dass du da auf dem Stuhl sitzen bleiben musst, sonst kriegst du nichts mit. Und dann hast du dich selber gezwungen, dein Bedürfnis, dich zu bewegen, so lange unter Kontrolle zu kriegen, bis du dann endlich da sitzen bleiben konntest. So, und dann ging's. Das heißt, das sind die Kinder immer selbst, die das Bedürfnis unterdrücken, nicht die Erwachsenen. Aber die Erwachsenen bieten sozusagen einen formalen Rahmen, einen Erfahrungsraum. Und innerhalb dessen geht es dann oftmals gar nicht anders, als dass du das Bedürfnis unterdrückst. Ja. Und wenn du dieses Bedürfnis, also wenn du zum Beispiel das Bedürfnis hast, was gestalten zu wollen, und du sitzt dann immer vor Erwachsenen, die dir dauernd sagen, was du zu tun und zu lassen hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als dieses Bedürfnis zu unterdrücken, sonst bist du ja dauerhaft unglücklich. Also willst du dann nichts mehr gestalten. Und dann kannst du das tun, was die sagen. Wenn du was entdecken willst selber und du bist da total begeistert und dann kommt einer und sagt, ja, ist aber Mathe jetzt und nicht Erdkunde. Und dann machst du eben Mathe und unterdrückst dein Bedürfnis, was dich eben gerade so begeistert hat. Und wenn dies und unterdrücken hört sich auch noch so ganz so aus, so an, als könnte man das anschließend ja auch wieder hochholen. Mhm. Nee, das geht, wenn das richtig gut unterdrückt ist, entsteht im Hirn sozusagen im Zuge dieser Unterdrückung eine Vernetzung. Und die legt sich über das Bedürfnis. Das ist eine hemmende Verschaltung. Und dann ist das Bedürfnis weg. Deshalb funktionieren ja so viele Erwachsene so toll. Die haben gar nicht mehr das Bedürfnis, was zu entdecken, was zu gestalten, mit anderen verbunden zu sein. Die Sinnlichkeit, die ganze Lebensfreude, alles haben sie so tapfer unterdrückt, damit sie möglichst gut funktionieren. Ja, und da wird man auch noch sehr erfolgreich, wenn das so gut beherrscht wird. Und dann wird es schwierig. Also dann ist man eigentlich nicht mehr richtig lebendig, würde ich sagen. Das heißt, man kann Lebendigkeit aberziehen, abtrainieren? Man kann Rahmenbedingungen für die heranwachsenden Menschen schaffen, wo die gezwungen sind, ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken. Also jetzt haben wir doch dieses Beispiel, sehen wir ja auch, wie viele Kinder so ganz, also auch so tapfer versuchen, sich an die Maßnahmen zu halten, die da jetzt verordnet sind. Und die laufen mit der Maske rum und halten Abstand und machen alles genauso, wie wir wollen. Und viele sind da richtig froh drüber und sagen, guck mal, was das für ein braves Kind ist und wie toll, die Kinder sind ja besser als die Erwachsenen. Ja, aber was bedeutet denn das, wenn ein Kind das alles macht? Das bedeutet, es kann es nur machen, weil es ihm gelingt, seine tiefen inneren Bedürfnisse nach Kuscheln mit der Oma, nach rausgehen und was entdecken, nach mit anderen spielen und auch mal raufen und was es alles so gibt, das muss es alles unterbinden, also unterdrücken. Und wenn das ein Kind ein Jahr lang macht, ein fünfjähriges Kind, ein Jahr, das ist so, als ob ein 50-Jähriger das 10 Jahre macht. Und da kann man sich schon vorstellen, das hat Wirkung. Und die können dann so weit reichen, dass dann, wenn das mal alles irgendwann vorbei ist, dann kann das Kind wieder zu der Oma, mit der es so gerne gekuschelt hat. Und das klappt nicht mehr. Mhm. Weil das Kind fremdelt, so heißt es dann. Ja. Und die Oma weiß auch nicht mehr so richtig, was sie jetzt machen soll. Und dann finden die sich möglicherweise nicht mehr wieder. Das ist gar nicht so harmlos. Also es ist ja schon, auch wenn diese Freude am eigenen Entdecken und am Spielen und am mit anderen Zusammensein weg ist, die funktionieren dann toll.
Aber wenn jemand seine inneren tiefsten Bedürfnisse unterdrückt hat, dann wird der ja auch den Dingern immer ähnlicher, die wir digitale Geräte nennen. Also digitale Automaten, Computer zeichnen sich ja gerade dadurch aus. Deshalb funktionieren die so gut, weil sie keine Bedürfnisse haben. Und das weiß ich nicht, ob das dann so eine gute Idee ist, sich darüber zu freuen, dass die Kinder so brav alles einhalten. Ja, und würdest du dir weniger brave Kinder wünschen manchmal? Naja, das haben wir alle nicht so gerne, aber mein Herz lacht schon jedes Mal, wenn ich ein sehr eigensinniges Kind finde, was einfach sich nicht an das, was nicht das macht, was alle machen. Und das sind ja auch die eigentlichen, die gesellschaftliche Entwicklungsprozesse voranbringen. Es ist ja nicht, wenn es um Neues geht, das wird ja nicht von denen erfunden, die sich so verhalten, wie sich alle verhalten. Das Neue kommt immer nur in die Welt durch diejenigen, die in dieser alten Welt ja, nach anderen Lösungen suchen. Und da muss man sowas herausbilden, das heißt Eigensinn. Eigensinn, ne? Mit dem man nicht in dieses Normale reingeht, sondern gerade das andere macht. Und ja, die kriegen ja häufig eine Pille, wenn das so ein Kind wird, weil das ist natürlich sehr unbequem für Eltern und Lehrer.